Von fern gesehen sind es leichte Hügel, doch aus der Nähe dann ein düsterer Ort. Es war am 24. November 1984. Da haben wir oben eine Windgeschwindigkeit gemessen von 263 Kilometer pro Stunde. Abscheuliches Geschrei zerfetzt die nächtliche Stille. Es ist Walpurgisnacht. Der Wald versucht ständig, in das Moor hineinzuwachsen und das Moor zu erobern. Und das Moor versucht ständig, sich auszuweiten und den Wald sozusagen zu erobern.